Wir hören den ganzen Tag über verschiedene Nachrichten, wir lesen in der Zeitung, wir lesen in Büchern, wir lesen vielleicht auch in guten oder ich hoffe in guten christlichen Büchern, die unser Leben und unser Glaubensleben bereichern. Wir nehmen viele Nachrichten auf, viele Worte auf, aber ich habe erkannt, dass etwas ganz Entscheidendes, Unterschiedliches darin liegt, das Wort Gottes in unserem Leben zu lesen, es auszusprechen, es zu proklamieren, darüber nachzusinnen, zu meditieren und es in unser Glaubensleben, in unser Herz, in unser ganzes Leben, in alles, was uns ausmacht, einzubauen. Es ist ein wesentlicher Unterschied in diesem Wort Gottes und menschlichem Wort. Denn das Wort Gottes hat Leben in sich. Es ist etwas, was ganz anders in uns wirksam werden kann und wirksam wird als jedes andere Wort. Im Psalm 33 habe ich etwas ganz Besonderes gelesen, das fiel so in mein Herz und ich habe es zu meiner Proklamation gemacht. Ich spreche das ganz oft am Tag über mir aus und da heißt es, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Das Wort Gottes ist wahrhaftig, es ist Wahrheit darin, es ist Heilung darin, Wiederherstellung und was Gott zusagt, das hält er. Gott sagt dir etwas zu in dein Leben und er wird es gewiss zustande bringen. Gottes Wort wird gewiss Einhalt gebieten gegenüber den feindlichen Attacken in deinem Leben und es wird Leben für dich freisetzen, Glaubensleben wird aufsteigen. Das Wort Gottes, heißt es an einer anderen Stelle, ist Ja und Amen in ihm. Das Ja Gottes ist über deinem Leben ausgesprochen. Kannst du das nachvollziehen? Kannst du das im Glauben heute aufnehmen? Gott hat Ja zu dir gesagt. Ja ist ein Wort der Annahme. Etwas, was Gott für dich sein lässt. Sein Ja und Amen in ihm. Das heißt, die Dinge, die Gott für dein Leben geplant hat, für deine Bestimmung, für deine Berufung, sie werden zustande kommen. Denn das Wort Gottes ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. An einer anderen Stelle lesen wir, deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen doch Gott unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Gott hat sich an sein Wort gebunden. Gottes Wort lügt nicht. Es sagt immer das, was Gott zustande bringen wird. Gott spricht mit seinem Wort und es passiert etwas, es geschieht etwas, es entsteht etwas. Und Gottes Wort will in deinem Leben zu diesem wahrhaftigen Wort werden, was wirklich Stärke und Hoffnung und Wegweisung und Durchbruch in deinem Leben hervorbringen will. Sein Wort ist mächtig und es wirkt mächtig in dir. Sein Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Auf diese Hoffnung, auf diese Gewissheit sollst du dich heute stellen. Mach es zu deiner Proklamation heute. Und ich weiß, Gott hat mehr für dich.